Ich bin hier bei Winhella, wie gesagt, für die Organhaftungsthemen, genauso wie das für den Aufbau und die Implementation von Compliance-Management-Systemen in Unternehmen zuständig und arbeite da ganz eng mit der Kollegin Stepanova eben zusammen, die den Datenschutz vertritt und sich selber jetzt vorstellt, noch zwei Sätze sagt zu der Kanzlei und dann fangen wir einfach mit den Themen an. Genau, vielen Dank, lieber Konstantin, für die Einführung und ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmenden heute. Ja, was kann man zu mir sagen? Name ist schon bekannt, Olga Stepanova, Rechtsanwältin, Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, externe Datenschutzbeauftragte. Ich verantworte bei Winhella alles das, was man quasi als IP, IT und Datenschutz verstehen kann und freue mich heute ganz, ganz herzlich auch mit Ihnen dieses Thema anzugehen und einzelne Punkte aus dem Datenschutzbereich aufzugreifen. Und nun ganz kurz auch vielleicht zu der Kanzlei, falls wir an der Stelle nicht bekannt sind oder noch nicht in der Art und Weise. Wir sind nämlich nicht nur Rechtsanwälte hier bei Winhella, wir sind auch Steuerberater und davon haben wir ganze 7 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben 15 Steuerassistenten. Das heißt, das Thema Recht und Steuern wird bei uns in jeglicher Hinsicht quasi begleitet. Insofern sind wir eine Full-Service-Kanzlei für eben diese beiden globalen Bereiche und freuen uns sehr, Ihnen das heute auch an der Stelle mitteilen zu können. Und damit wir auch schnell an das Thema Compliance und Datenschutz gehen, bin ich sehr dafür, jetzt nochmal kurz die Standorte von Winhella mitzuteilen. Das ist mir deshalb wichtig, weil wir jetzt zu diesem Jahr einen Münchner Standort dazu bekommen haben mit Konstantin und seinem Team. Ich freue mich sehr. Und ja, für Sie vielleicht auch von Interesse, wenn Sie aus der Gegend sind. Insofern, ja, wir sind relativ weit vertreten, Hauptsitz in Frankfurt und eben der Nebensitz in München jetzt mittlerweile. So, und an der Stelle auch direkt vielleicht zum Inhaltsverzeichnis, an dem ich dankenswerterweise an Konstantin übergeben kann, der dann die heutige Agenda vorstellt. Ja, vielen Dank, Olga. Also, wir haben das relativ stringent aufgebaut. Würden anfangen mit den Grundlagen zur Organhaftung. Denn wenn wir über Compliance reden und über die DSGVO reden und über persönliche Haftungsregeln der jeweiligen Geschäftsführer oder Geschäftsleiter sprechen, dann kommen wir immer von der Organhaftung. Und das ist auch unser größter Ansatz oder das, was uns treibt, zunächst einmal, dass wir schon im präventiven Bereich für unsere Mandanten und unsere Mandanten, die in der jeweiligen Geschäftsleiterposition sind, eben eine Haftungssicherheit herstellen. Und um das machen zu können, braucht man eben entsprechende Strukturen in den Unternehmen, muss entsprechend sich aufstellen im Datenschutz, der immer strenger wird. Hinzu kommt, dass natürlich auch rechtliche Maßgaben mittlerweile eine große Rolle spielen, die Compliance-Management-Systeme in der Zukunft, so wie es im Augenblick aussieht, aber da kommen wir später noch drauf, in der Zukunft zwingend machen werden. Und zum Schluss freuen wir uns dann auch noch über Ihre Fragen, die vielleicht im Rahmen dieses Vortrages oder dieses Webinars entstehen werden. Insofern würde ich jetzt mal anfangen mit den Grundlagen zur Organhaftung. Grundsätzlich sprechen wir hier über die Maßgaben des Aktiengesetzes zunächst einmal, selbst wenn wir in einer GmbH sind, einer GmbH und Co. KG, aber auch in einem Verein oder einer NPO, also einer Non-Profit-Organisation, haben wir es immer mit den Maßgaben des Aktiengesetzes zu tun. Dies deshalb, weil eben der Paragraph 93 des Aktiengesetzes die Regelungen für die Organhaftung sehr ausführlich regelt, da mittlerweile die Rechtsprechung sehr gefestigt ist und eben analog angewendet wird auf andere Gesellschaftsformen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Geschäftsführer einer GmbH haben, dann haben wir zwar den 43 des GmbH-Gesetzes, in dem auch drin steht, er hat sich also mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters zu benehmen und zu verhalten. Allerdings ist das lange nicht so weitgehend und so detailliert wie der Paragraph 93 des Aktiengesetzes. Sie sollten sich also nicht wundern, wenn es Sie gar nicht betrifft oder Ihre Gesellschaftsform gar nicht betrifft, wenn ich hier über das Aktiengesetz spreche. Dann müssen wir unterscheiden Innenhaftung und Außenhaftung. Innenhaftung bedeutet, dass die Gesellschaft oder der Geschäftsführer, die Leitungsperson, betrifft auch Aufsichtsorgane, gegenüber der Gesellschaft haftet. Das ist die sogenannte Innenhaftung.
Demgegenüber, und das ist der häufigste Fall, muss man sagen, demgegenüber steht die Außenhaftung. Die Außenhaftung richtet sich nach ein bisschen anderen Maßgaben als die Innenhaftung, aber wirklich nur ein bisschen. Unter anderem spielt es deswegen eine Rolle, weil ich für eine Außenhaftung grundsätzlich irgendwie ein deliktisches Handeln brauche. Das heißt, Beispiel, wir hatten einen Mandanten, das ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft gewesen mit 5 verschiedenen Vorständen. Die waren im Anlagewesen tätig und haben da schön nebeneinander hergearbeitet. Und einer der Vorstände hat also angefangen, ein Schneeballsystem aufzubauen, hat dann ist hingegangen und hat Gelder veruntreut, sogar damals Gelder seines eigenen Vaters. Und hat dann ist das irgendwann zusammengebrochen und dann kamen die Anleger eben an und haben eine Außenhaftung geltend gemacht, unmittelbar gegen den guten Mann, weil er sich eben deliktisch verhalten hatte. Das ist jetzt ganz, ganz oberflächlich einfach nur mal so dargestellt. In der Realität sieht das natürlich alles so ein bisschen heftiger aus sozusagen. Da muss man noch ein bisschen detaillierter gucken, damit man auch wirklich in die Außenhaftung kommt. Wir kommen jetzt auch gleich noch dazu, warum denn die anderen dann nicht gehaftet haben, was sie eigentlich hätten tun müssen, weil wir eine gesamtschuldnerische Haftung haben, aber dazu sage ich jetzt gleich noch was. Grundsätzlich müssen wir auch unterscheiden das Legalitätsprinzip, Legalitätsentscheidungen, das heißt alles, was im Gesetz steht, alles, was in Verträgen drin steht, alles, was kodifiziert ist sozusagen, daran muss man sich halten. Also ein Jahresabschluss, der muss aufgestellt werden von Gesetzes wegen und der muss entsprechend aufgestellt werden und verabschiedet werden. Da gibt es kein Links und da gibt es kein Rechts, da gibt es keine unternehmerische Flexibilität oder die Möglichkeit, dass man in irgendeiner Form sich entscheidet, das dann jetzt doch nicht zu tun. Dafür haftet man, wenn man es nicht tut. Bei der unternehmerischen Entscheidung, und da kreieren wir jetzt mal ein Beispiel, da kommen wir immer gleich wieder drauf zurück, um das alles ein bisschen deutlicher zu machen, geht es also darum, der Geschäftsleiter hat einen unternehmerischen Spielraum. Er kann also sagen, ja, ich implementiere ein Compliance-Management-System oder ich kaufe das Unternehmen XY. Also, das Beispiel geht so, stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsleiter, Geschäftsführer einer GmbH von mir aus, läuft alles ganz gut und nebendran steht ein Unternehmen, dessen Portfolio eigentlich ganz gut zu Ihnen passen würde und das können Sie gerade günstig erwerben. Und ob Sie das jetzt tun und nach welchen Maßgaben Sie das jetzt tun, kommen wir gleich zu, nach den Maßgaben der Business Judgment Rule. Könnten Sie kaufen, dieses Unternehmen, und das wäre eine unternehmerische Entscheidung. Also entscheiden Sie sich dafür oder entscheiden Sie sich dagegen, da haben Sie einen Spielraum, keine Legalitätspflichten. Also das ist ganz, ganz wesentlich, dass man unterscheidet eine unternehmerische Entscheidung und auf der anderen Seite eine gebundene Entscheidung, eine Legalitätspflicht. Was steht denn jetzt eigentlich in dem Paragraph 93 drin? Vielleicht müssen wir kurz was zu der Entwicklung sagen. In den 90er Jahren hat der Bundesgerichtshof mit seiner sogenannten Aragambeck-Rechtsprechung den Grundstein gelegt für die mittlerweile kodifizierten Maßgaben einer Business Judgment Rule und auch einer der Frage, wie der Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft den Vorstand zu überwachen und unter Umständen auch zu verfolgen hat. Und diese ganzen Gedanken sind dann in die Rechtsprechung eingeflossen, in die fortlaufende Rechtsprechung und sind dann Mitte der 2000er Jahre in den Paragraph 93 eben eingeflossen und damit kodifiziert worden. Grundsätzlich gilt, dass ein Geschäftsleiter, sei es jetzt ein Geschäftsführer, ein Vorstand, aber auch ein Aufsichtsrat, also das Aufsichtsorgan selber, unterliegt den gleichen Maßgaben der Geschäftsleiterhaftung. Er muss wie ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter arbeiten, das ist vollkommen klar. Eine Pflichtverletzung liegt dann nicht vor. Klar, Legalitätspflicht gerissen, dann haben wir eine Pflichtverletzung in jedem Fall. Bei einer unternehmerischen Entscheidung liegt keine Pflichtverletzung vor, so sagt es das Gesetz. Und wir kommen gleich dazu, wie man das in die Praxis dann praktisch übersetzt. Wenn er annehmen durfte, vernünftigerweise annehmen durfte, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Also beispielsweise, wieder zurück zu dem Beispiel, Sie wollen jetzt dieses Unternehmen nebenan kaufen und stellen fest, oh, da war im Zweiten Weltkrieg ein metallverarbeitender Betrieb drauf und danach eine Tankstelle auf dem Gelände. Das könnte alles ganz schlimm kontaminiert sein. Sie sagen sich, aber ich will das unbedingt haben.
Deswegen frage ich da gar nicht mehr nach und bohre auch gar nicht nach. Kopf in Sand, das wäre eine Pflichtverletzung. Da durften Sie also vernünftigerweise nicht annehmen, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Auf der anderen Seite wiederum haben wir dann den Aspekt, dass man sagen könnte, naja, ich habe das gesehen und ich habe auch kalkuliert, dass eine Dekontamination dieses Geländes irgendwie 3 Millionen Euro kosten könnte. Ich sehe aber, dass das so ein tolles Portfolio in dieser Gesellschaft ist und dass das so toll zu meinem eigenen Unternehmen passt, dass ich es trotzdem mache. Dann würde man sagen, könnte man sagen, ja, wir wollten langfristig zum Wohle Ihres Unternehmens handeln, dann wäre keine Pflichtverletzung gegeben. Das ist ein ganz weicher Bereich, wo man eben kreativ auch mitarbeiten kann und muss, aber Vorsicht, die Maßgaben, wie man diese unternehmerische Entscheidung abwägt, wie man Chancen, Risiken abwägt und wie man diese Entscheidung hinterher trifft, das ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema, kommen wir gleich im Rahmen der Business Judgment zu. Die Folge bei der Pflichtverletzung, Vorstandsmitglieder, aber genauso wie Geschäftsleiter, hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal, die sind der Gesellschaft eben dann in der Rahmen der Innenhaftung, ich spreche jetzt immer über die Innenhaftung, zum Ersatz eines entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verantwortlich und verpflichtet. Wir haben gerade einen Fall gehabt, da ist es so gelaufen, dass wir 2 Vorstände hatten und dann sind da Menschen hingegangen und haben gesagt, ach, wir verklagen jetzt mal kurz wegen eines möglichen Schadens, den wir in irgendeiner Form uns hier vorstellen können oder den wir aufs Papier gebracht haben, verklagen wir jetzt mal nur einen Vorstand und den anderen nicht. Das ist falsch. Das ist grundsätzlich falsch. Selbst wenn Sie eine Ressortaufteilung haben, ist zunächst einmal die gesamtschuldnerische Haftung in der Welt, kann dann aber natürlich derjenige, der ressortmäßig nichts mit dem Thema, das den Schaden verursacht hat, zu tun hatte, kann sich dann im Rahmen der Business Judgment Rule enthaften oder der Maßgaben der Business Judgment Rule enthaften und kann dann sagen, naja, mit der Ressortaufteilung, ich habe zwar eine Gesamtschuld hier und ich habe auch eine Gesamtverantwortung, aber das konnte ich jetzt nicht wissen. Das konnte ich nicht wissen, das hat man mir falsch erklärt, beispielsweise. Und dann wird es ganz perfide. Normalerweise, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte gerne 1.000 Euro haben, ich kriege jetzt 1.000 Euro, dann sagen Sie, ja, warum denn? Das ist eigentlich die Maßgabe in Deutschland. Wenn jemand etwas von jemand anders haben will, dann muss er auch begründen, warum er das haben will. Hier liegt das der Fall anders. Hier muss die Gesellschaft im Rahmen der Innenhaftung, auch der Außenhaftung, aber wie gesagt, wir sprechen über die Innenhaftung, nur hingehen und muss diesen Schaden belegen. Dieser Schaden muss belegt sein und man muss, und die Gesellschaft muss eben erklären, dass dieser Schaden durch eine Pflichtverletzung des Geschäftsleiters entstanden ist. Oder des Aufsichtsorgans. Ich sage einfach immer Geschäftsleiter, meine damit aber auch die Aufsichtsorgane. Und dann ist es an dem Geschäftsleiter darzulegen, dass er, wie er seine unternehmerische Entscheidung getroffen hat, wie er Chancen und Risiken abgewogen hat und dass er eben nicht keine Pflichtverletzung begangen hat. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dazu kommt, dass wir eine Verjährungsfrist haben. Das heißt, diese Schadensersatzansprüche, die verjähren nach 5 Jahren beziehungsweise bei börsennotierten Unternehmen nach 10 Jahren. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Geschäftsleiter irgendwo sind und Sie verlassen das Unternehmen, dann werden Sie Ihre Legalitätspflichten erfüllen und alles, was Sie im Zusammenhang mit der Arbeit in diesem Unternehmen an Unterlagen und so weiter angesammelt haben, werden Sie zurückgeben oder vernichten. Dann kommt nach 4 Jahren beispielsweise irgendein Schadenersatzanspruch und dieser Schadenersatzanspruch führt dann dazu, dass Sie ein Problem haben, weil Ihre Dokumentation ist ja weg. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wie man dokumentiert, wie ausführlich man dokumentiert, wo man das abheftet, wie geordnet man das abheftet und aufhebt, geht natürlich auch in elektronischer Art und Weise. Und wo das Ganze dann liegt. Ja, also man muss ganz klar sagen können, Das und das will ich haben und das steht mir zu. Ich habe das in der Praxis erlebt. Da hatten zwar ein sehr öffentlichkeitswirksames Verfahren im nördlichen Ruhrgebiet. Fing im Jahr 2005 an. Da hatten wir den ehemaligen Finanzvorstand einer Aktiengesellschaft zu vertreten. Der war gesamtschuldnerisch verklagt worden.
ging um gute 120 Millionen Euro. Und da haben wir damals gesagt, also das und das und das brauchen wir. Bitte her damit. Und dann hieß es nur, ja, kommt doch einfach in der Firmenzentrale vorbei. Dann kamen wir dahin und dann wurde eine doppelflügelige Heizungstür aufgemacht und dahinter war eine Riesenhalle und es war voll mit Regalen und voll mit Ordnern und dann hieß es, ihr dürft alles haben, bedient euch. Das ist nicht sinnvoll. Deswegen immer dokumentationsmäßig immer überlegen, wie habe ich das geordnet, wie markiere ich die entsprechenden Ordner und so weiter. Gut, dann komme ich kurz zur Business Judgment Rule. Grundsätzlich, und das ist, glaube ich, eben schon klar geworden, eine Enthaftung gibt es nur beim Vorliegen einer unternehmerischen Entscheidung. Legalitätspflichten sind zwingend einzuhalten. Es muss gutgläubig gehandelt werden, das heißt, das geht jetzt zurück auf den Gesetzestext, den wir eben gesehen haben. Er muss also wirklich davon überzeugt sein, der Geschäftsleiter, dass er zum Wohle des Unternehmens handelt und nicht einfach so irgendwie den Finger in den Wind halten und sagen, auch das wird schon passen. Das nicht, aber es ist ein sehr weicher Faktor, der aber deutlicher wird, wenn wir zu den nächsten Punkten kommen. Dann kommt nämlich das Treffen der Entscheidung ohne Sachfremde oder eigene Interessen. Wieder zurück zu dem Beispiel. Wie es der Zufall will, ist Ihr Ehepartner oder Ihr Lebenspartner Geschäftsführer in dem Unternehmen, was Sie kaufen wollen. Und es ist völlig klar, wenn Sie dieses Unternehmen kaufen und übernehmen, dann sind Sie der Geschäftsführer und nicht Ihr Lebenspartner oder Ihre Lebenspartnerin. Das wird zu Konflikten zu Hause führen und die wollen Sie umgehen, deswegen kaufen Sie das nicht. Das wäre eine sachfremde Entscheidung. Oder aber beispielsweise, Sie machen jetzt klassisches Sale and Lease Back, Sie verkaufen irgendwelche Bürogebäude, die Sie haben, lassen die von dem Käufer überarbeiten nach Ihren Maßgaben und mieten sich das zurück. Dann müssen Sie sich fragen, wer ist denn mein Vermieter? Wer ist mein Käufer? Ist der Kaufpreis angemessen? Und wer ist der Vermieter? Ach, der Vermieter ist ein Kumpel von mir. Na, dann kann die Miete ja ruhig ein bisschen höher ausfallen. Das wäre ebenfalls eine sachfremde bzw. eigene Entscheidung zum eigenen Vorteil, weil sie genau wissen, dass sie dann bei dem ein Stein im Brett haben, beispielsweise. Also einfach nur als Beispiel. Ja, das darf da nicht dabei sein. Handeln ausschließlich zum Wohle des Unternehmens. Darüber könnten wir jetzt in den nächsten 2 Stunden sprechen, was das eigentlich heißt. Ich will es kurz umreißen. Wenn Sie einfach nur sagen, ja, das wird schon zum Wohle des Unternehmens sein, reicht das nicht aus, sondern Sie müssen sich das Ganze schon ein bisschen tiefer angucken. Dabei allerdings dürfen Sie durchaus von der Zeitschiene her flexibel sein. Das heißt, Sie wollen jetzt dieses Unternehmen nebenan kaufen und sagen, oh, da muss ich aber erstmal restaurieren und renovieren und machen und tun. Da wird ja erstmal hier das Ganze alles schön in die roten Zahlen gehen, auch bei meinem Unternehmen. Aber langfristig sehen Sie einfach, dass Sie die schwarzen Zahlen erreichen werden. Und auch das ist mit Handeln zum Wohle des Unternehmens gemeint. Also das heißt nicht, das muss sofort mit barer Münze in der Kasse klingeln beispielsweise, wenn wir über das Finanzielle sprechen, sondern das kann eben auch auf Sicht und längerfristig sein. Und der letzte Punkt, auch da kann man Tagesseminar drüber machen, Handeln auf Grundlage angemessener Information. Was ist denn eine angemessene Information? Und da wird sich jeder Geschäftsleiter in der Praxis einfach schwer tun, dass er sagt, reicht das denn jetzt, was ich jetzt hier sozusagen an Due Diligence-Maßgaben für den Kauf des Unternehmens gemacht habe? Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie wollen dieses Unternehmen aber nur kaufen, wenn Sie wirklich eine Due Diligence gemacht haben und wenn Sie genau wissen, auf welchem Stand dieses Unternehmen ist, dann ist das Problem insofern gegeben, dass Sie sich fragen müssen, wie viel darf ich dafür ausgeben? Denn wenn Sie dafür zu viel ausgeben oder zu wenig ausgeben, kann auch das wieder eine Pflichtverletzung sein, denn auch das ist ja eine unternehmerische Entscheidung. Also es ist Ihre Entscheidung. Gucken Sie sich jetzt die Kontaminationsmaßgaben an, die da angewendet werden müssen. Stechen Sie da praktisch tiefer in genau diesen Punkt rein. Oder die Frage ist Bieterverfahren, ja, also es stehen da fünf Mann vor der Tür und wollen also alle dieses Unternehmen haben, weil es günstig zu verkaufen ist, dann haben sie einen Zeitdruck. Und da hat der BGH ganz klar zu gesagt,
Sowohl was das Finanzielle angeht, als auch was das Zeitliche angeht, muss natürlich auf die Umstände geachtet werden. Das heißt also, wenn Sie ein Bieterverfahren haben, dann werden Sie eine sogenannte Red Flag Due Diligence machen, also etwas oberflächlicher, dass Sie mal gucken, ob das grundsätzlich alles in Ordnung ist und vielleicht in einzelnen Bereichen, wo Sie Zweifel haben, nochmal nachgehen und tiefer graben. Aber Sie müssen ja irgendwie rechtzeitig Ihr Angebot abgeben und dann auf Grundlage der Informationen, die Sie bis dahin erlangen konnten. Ja, also es erwartet niemand von Ihnen, dass Sie davon Abstand nehmen, denn auch ein Abstand nehmen von einem Geschäft kann eine Pflichtverletzung sein. Und dann ja, können Sie das machen oder können das auch lassen, je nachdem. Sie müssen diese Chancen und die Risiken, die Sie da haben, die müssen Sie abwägen und die müssen Sie dokumentieren. Ja, jede Entscheidung vom Gewicht müssen Sie da dokumentieren. Also wenn die Frage ist, ob Sie den Apfelsaft von Lidl oder vom Aldi kaufen, dann wird das nicht nötig sein, weil das Ihnen am Ende des Tages vom Wert alleine her schon nicht wehtun wird, wenn da deswegen ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht würde. Aber bei Dingen, die Ihnen hinterher richtig wehtun, sollten Sie das wirklich anständig dokumentieren. Und das ist mein Ratschlag an diesem Punkt. Das ist wirklich jetzt ganz überschlägig gewesen und ganz schnell, einfach ein ganz schneller Durchlauf, einfach nur, um Ihnen nochmal klar zu machen, welche Vorgaben es da gibt, dass die Rechtsprechung da auch sehr ausgefeilt ist in diesem Punkt und wir in der Praxis immer wieder sehen, dass die Geschäftsleiter das leider nicht machen und es, so leid es einem tut, am Ende des Tages einfach wehtut und teuer wird. Und dann verkaufen Sie, weil Sie persönlich haften mit Ihrem persönlichen Geld, verkaufen Sie Ihre Finca und Ihre Yacht, falls Sie sie haben. Und das wollen Sie sicherlich vermeiden. Und insofern sollte man da so ein paar Sachen beachten. Gut, wir würden jetzt kommen zu den Pflichten nach der DSGVO und dann übergebe ich an dich, Olga. Ja, sehr gerne, Konstantin. Und ich greife auch gerne den Punkt deinerseits auf, dass man doch ungern persönlich haften würde. Die DSGVO ist jedenfalls ein Gesetz, was einen großen Haftungsmaßstab vorsieht und große Möglichkeiten zu haften, wie man jetzt zuletzt auch durch die eine oder andere Bußgeldentscheidung sieht. Insbesondere auch deswegen sollte man sich mit dem Thema Datenschutz sehr intensiv meiner Meinung nach auseinandersetzen. Und da würde ich Ihnen gerne erstmal so ein paar Eckpunkte geben, damit Sie wissen, worum reden wir heute, was ist eigentlich dieser Datenschutz und wie ist er ganz genau geregelt. Also ganz kurz, in a nutshell sozusagen, Datenschutz ist der Schutz von personenbezogenen Daten. Ja, es geht letztlich immer darum, dass man erstmal ein Verbot einer Datenverarbeitung hat, außer es ist erlaubt. Das ist also quasi so eine Grundsatzausnahmeregel, die man im Datenschutz hat. Und der Datenschutz an sich ist auf verschiedensten Ebenen geregelt. Man kennt die DSGVO, ja. Also wenn man Zeitung aufschlägt, dann liest man Datenschutz, Bußgeld, DSGVO, ist in aller Munde. Man darf an der Stelle definitiv nicht vergessen, dass es neben der DSGVO als europäisches Gesetz noch das BDSG gibt, was quasi an gewissen Stellen, wo es der europäische Gesetzgeber erlaubt hat, die DSGVO präzisiert, ohne aber den Mindestmaßstab, den die DSGVO vorgesehen hat, zu unterschreiten. Und zusätzlich, weil wir nun mal ein föderativer Staat sind und Gesetzgebung ganz, ganz toll ist, haben wir noch die Landesdatenschutzgesetze. Muss man sagen, die sind oft mit dem Informationsfreiheitsgesetz, so wie hier bei uns in Hessen, geknüpft und eher doch durchaus von subsidiärem Charakter, sagen wir mal vorsichtig. Also das Allermeiste steht in der DSGVO, geht es um Beschäftigtendaten. Da gehe ich auch gleich nochmal im Hinblick auf Homeoffice und Co. ein, als ein Beispiel, was wir uns rausgepickt haben, weil es einfach gerade sehr spannend fand und benötigt ist. Im BDSG, da ist in § 26 beispielsweise geregelt, wie es um die Datenverarbeitung von Beschäftigtendaten steht. Aber ansonsten, das Gros steht eben in der DSGVO. Und hält man sich nicht an die DSGVO, das ist ja die Summe, mit der man 2018 quasi, als die DSGVO in Kraft getreten ist, hausieren gegangen ist, sind eben diese 20 Millionen oder 4% des weltweiten Konzernumsatzes gemeint.
bei Unternehmen, sage ich mal, und davon haben wir auch einige hier in der Beratung im Portfolio, die natürlich weltweit tätig sind, kann das durchaus mal höher sein als die 20 Millionen. Hat man ja zuletzt auch beim H&M-Bußgeld gesehen, was mit knapp 35 Millionen bemessen war. Insofern kann man sich jetzt nicht entspannt zurücklehnen, wenn man jetzt bei Google oder Amazon ist und sagen, naja, 20 Millionen, das zahlen wir aus der Portokasse. Das kann durchaus mehr sein und das haben auch andere europäische Datenschutzbehörden, die CNIL in Frankreich oder die ICO auch in Großbritannien, als es jedenfalls noch vollumfänglicher Teil der EU war, auch zu verstehen gegeben. Insofern kann man sagen, das ist ein sehr, sehr gewichtiges Compliance-Thema oder ist zumindest zu einem sehr gewichtigen Compliance-Thema seit Inkrafttreten der DSGVO rangewachsen. Und deswegen möchte ich Ihnen einfach ein paar Basics mitgeben. Zum Beispiel erstens die technisch-organisatorischen Maßnahmen und eine Folie später eben Telearbeit. Warum habe ich mir an dem Wulst von Vorschriften, die die DSGVO, BDSG und natürlich auch die Landesdatenschutzgesetze der Vollständigkeit halber erwähnt, gerade diesen Punkt rausgepickt? Nun ja, das ist der Punkt, an dem es eigentlich immer so, dass den man als Einfallstor für Datenverstöße, für Datenschutzproblematiken verstehen kann. Denn die DSGVO hat natürlich ganz viele Dokumentationspflichten, Rechenschaftspflichten, so heißt es jedenfalls. Man hat auch ein paar Mitteilungspflichten bei Datenschutzverstößen an Aufsichtsbehörde betroffen und. Aber das Korsett, wenn man es so sehen will, regelt eigentlich die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich technische Maßnahmen implementiert, ja, die eben dazu da sind, um den Datenschutz einzuhalten. Und ich habe organisatorische Maßnahmen. Man kann sich das also letztlich so vorstellen, technisch ist alles das, wo ich mit irgendwie System, Technik, Software, Schlössern, Möbel etc. zum Datenschutz beitragen kann. Organisatorik ist alles das, wo ich auf Menschen einwirken kann. Ja, und einfach nur an den Punkten, die die DSGVO in Artikel 32 für uns vorsieht als technisch-organisatorische Maßnahmen, habe ich mir ein paar rausgepickt, damit Sie sehen, was damit eigentlich gemeint ist. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn man sagt, oh, die DSGVO, dann macht man die erstmal auf und fängt an zu lesen, ja, was ist denn damit gemeint? Deswegen ist es mir wichtig, Ihnen zumindest mal ein paar praktischen Beispiele mitzugeben. Sie werden erkennen, dass das meiste bei Ihnen bestimmt im Unternehmen implementiert worden ist. Also wenn es so beispielsweise um die Zutrittskontrolle geht, ja, dann ist ganz klar, Sie werden Schlösser haben, Sie werden Schlüssel haben, Sie werden eine Chipkarte haben, Sie werden einen Transponder haben. Das eine oder andere Unternehmen hat auch einen biometrischen Fingerabdruck, um ins Unternehmen, in die Räumlichkeiten hineinzutreten. Es gibt vielleicht noch eine Alarmanlage, es gibt einen Öffnungsmelder, Bruchmelder bei Glas. Das kann je nach Unternehmen, je nachdem, wie sie aufgebaut sind, eben sinnvoll sein oder auch nicht. Mir ist einfach wichtig, auch an der Stelle zu betonen, dass es nicht erforderlich ist, bei allen Unternehmen dieselben technisch-organisatorischen Maßnahmen einzuführen. Ich würde sogar fast sagen, dass es eher schädlich ist, weil das sind alles Punkte, die ganz individuell auf das Unternehmen auszurichten sind. Beispiel, wir bei Winhella sitzen im 15. Stockwerk. Vom Tower 185 hier in Frankfurt. Es macht wenig Sinn, einen Bruchöffnungsmelder bei uns an den Fenstern zu installieren. Es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand wie Spider-Man quasi von unten hier hochkrabbelt und versucht, über die Fenster einzubrechen. Ja? Es macht aber bestimmt Sinn, ein Schließsystem zu haben, sodass nicht jeder, der auch auf den anderen Stockwerken hier arbeitet, bei uns einfach hier reinkommen kann. Auch die Fahrstühle sind bei uns so programmiert, dass man seine Karte dran halten muss, um überhaupt in den 15. Stock ranzukommen. Das wäre eine klassische technische Maßnahme, die man eben implementiert hat. Natürlich auch für andere Sachen, wie zum Beispiel Hausfriedensbruch etc., aber eben auch für Datenschutz, dass niemand hier an unsere geheimhaltungsbedürftigen Mandatsunterlagen, die eben auch personenbezogene Daten enthalten, rankommt. Personell wäre das zum Beispiel eben über Besucherausweise, über Personenkontrollen zu machen. Das heißt, möchten Sie mit uns, mit Konstantin und mir im Rahmen eines Beratungsgesprächs oder sonstigen Gesprächs einen Kaffee bei uns trinken, dann müssen Sie sich erstmal unten anmelden. Sie bekommen einen Besucherausweis an der Rezeption und werden erst dann, wenn verifiziert ist, wer Sie sind, nach oben zu uns in den 15. Stock gelassen. Also gar nicht so viel Hexenwerk, sondern ganz normales, pragmatisches Handeln, was jeder von uns an den Tag legt. Zugangskontrollen wären zum Beispiel solche an
IT-System. Das heißt, wir haben alle ein Passwort, wir haben alle einen Benutzernamen, den wir eingeben, um uns in unsere Benutzerumgebung einzuloggen. Und da ist es vielleicht auch wichtig, dass man Benutzerprofile hat. Ich muss nicht unbedingt die Personalakten hier bei Winheller irgendwie im Detail kennen. Ich muss aber auch nicht auf irgendwelche bestimmten IT-Umgebungen zugreifen. Ganz im Gegenteil, anders ist es dann zum Beispiel auch bei der HR-Abteilung. Das wäre auch das Berechtigungskonzept, was bei der Zugriffskontrolle maßgeblich ist. Vielleicht auch an der Stelle zu erwähnen, manche Maßnahmen dienen einfach mehreren Kontrollen. Ja, Sie haben manchmal einen VPN-Tunnel, es gibt eine E-Mail-Verschlüsselung, Sie protokollieren, wer was mit Daten gemacht hat, es gibt einen Rauchmelder, ja, damit man zumindest feststellt, wenn es hier nachts irgendwie brennen sollte, dass man vielleicht hier vorbeikommen soll, die Feuerwehr vorbeikommen soll und irgendwelche papiergebundenen Akten, von denen wir ehrlicherweise nur sehr wenig haben, dann halt auch rauszuretten, weil sonst wäre es ein Datenverlust, der hier sonst hervorgerufen werden sollte. Also kurzum, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Mitarbeiter immer geschult sind. Ja? Also das kann ich auch als betriebliche Datenschutzbeauftragte hier bei Winheller sagen, dass wir Wert darauf legen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier geschult sind. Einmal im Jahr stelle ich mich quasi hin bei Kaffee und Kuchen und impfe sowohl den Kollegen, die jetzt schon letztes Jahr dabei waren, aber auch Kollegen, die neu dazugekommen sind, die grundsätzlichen Regeln ein, wie man mit personenbezogenen Daten umzugeht. Hat. Ja. Also Sie sehen, es ist ein Sammelsurium, es ist sehr facettenreich, was man an verschiedenen Maßnahmen implementieren kann. Und insofern ist es einfach nur wichtig, an der Stelle zu sagen, kein Unternehmen ist gleich. Es gibt Sachen, die hat jeder, also irgendwie ein Schließsystem vielleicht, aber es gibt Sachen, die können je nachdem, wie man aufgestellt ist, sinnvoll sein oder nicht. Zum Beispiel einen abgeschlossenen Serverraum brauchen Sie nicht, wenn Sie alles in der Cloud haben und gar keinen Server in Ihren Räumlichkeiten. Und in diesem Sinne darf ich dich bitten, Konstantin, eine Folie weiterzublättern und auf ein Thema einzugehen, was uns alle sehr, sehr viel Stress vielleicht auch bereitet hat letztes Jahr, wo es eben darum ging, mit Corona-Beginn, mit Lockdown-Beginn, auch mit gewissen Einschränkungen, wenn jemand von den Kollegen irgendwie erkrankt ist, die Telearbeit exerzieren, muss ich fast sagen, weil die Anzahl der Anfragen ist dann signifikant gestiegen, weil sehr, sehr viele Unternehmen einfach gerade sich nicht mit dem Thema vorab beschäftigt haben. Und ich hoffe sehr, dass die Sachen, die wir jetzt implementiert haben, auch nach der hoffentlich bald enden Corona-Zeit weiterhin von Interesse sein werden für Unternehmen, die eben auch einfach gesehen haben, dass flexibles Arbeiten durchaus sinnvoll ist, sowohl im Wohle des Mitarbeiters als auch im Wohle des Unternehmens. Um da einfach ein paar Punkte mitzugeben, die wichtig sind für jeden von uns, wenn wir im Homeoffice arbeiten. Zum einen natürlich die Zutrittskontrolle, sollte schon darauf geachtet werden, dass wenn ich zu Hause arbeite, dass möglichst niemand an die Sachen, an die Dokumente, die ich bearbeite, an Datenträger, die ich in meinem Laptop eingesteckt habe, Zugriff hat. Das ist ganz klar. Das heißt also, wenn ich mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin, meine Kinder, die sollten keinen Zugriff auf diese Dokumente haben. Ich denke, das muss man jetzt nicht noch weit erklären. Man muss gucken, wie man es schafft, dass dieser Zugriff vereitelt wird. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, so wie jedes Unternehmen ist, ganz individuell. Es gibt Unternehmen wie hier bei uns. Wir haben eigentlich alles bei uns auf den Servern. Das heißt, bei uns ist es eigentlich gerade nicht erforderlich, irgendwas papiergebunden zu haben. Sprich, wenn ich meinen Arbeitsplatz zu Hause verlasse, um mir eine Tasse Kaffee zu machen, sperre ich einfach meinen Bildschirm und bin sicher, da kann niemand drauf zugreifen. So, wenn ich natürlich aber in einem Unternehmen arbeiten würde, was mit sehr viel papiergebundenen Akten zu tun hat, und da möchte ich auch nochmal betonen, es geht nicht nur um den Datenschutz, es geht auch um den Geschäftsgeheimnisschutz, der jetzt zwar keine primäre Rolle spielt, aber natürlich, auch wenn es keine personenbezogenen Daten sind, technische Zeichnungen, was auch immer Sie in Ihrem konkreten Unternehmen haben, kann auch das schutzbedürftig sein. Das heißt, man sollte grundsätzlich darauf achten, dass man entweder eine Art Rollcontainer hat, den man vielleicht abschließen kann, oder aber zumindest so, dass man alles in einer digitalen Umgebung verortet, damit man eben dadurch den Zugriff erreicht. Wie es so schön heißt, es führen ganz viele Wege nach Rom, und insofern kann man jetzt bei der Zutrittskontrolle einfach auf die jeweiligen Gegebenheiten Ihres Unternehmens, Ihres Arbeitsplatzes, zum Beispiel habe ich einen abschließbaren Raum, Arbeitsraum habe ich keinen, habe ich papiergebundene Daten, habe ich keine, ja, eben entsprechend reagieren. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Weitergabekontrolle, das heißt, wie wähle ich mich insgesamt auch ein
wenn ich zu Hause arbeite. Also wir zum Beispiel hier haben eine VPN-Verbindung auf die Server. Je nachdem, wenn es ein Unternehmen ist, was jetzt komplett über die Cloud arbeitet, was gar kein VPN hat, gibt ja auch solche, müsste man halt gucken, dass man entsprechend browserbasiert arbeitet und da eine Weitergabekontrolle gewährleistet. Auch hier ist ganz wichtig, mir eben darzustellen, dass es keine absolute eine Lösung gibt, sondern ganz viele, die auf ihr Unternehmen entsprechend angepasst werden muss. Bei der Auftrags- und Verfügbarkeitskontrolle auch ein wichtiger Punkt, wenn Sie zum Beispiel mal doch Daten aus dem Büro heraus nach Hause transportieren möchten, dann ist es wichtig, wenn Sie irgendwas auf einer externen Festplatte haben, auf einem USB-Stick, dass der entsprechend ordnungsgemäß auch verschlüsselt ist. Wenn Sie auf dem Laptop Daten vielleicht auf der lokalen Umgebung haben, dann sollten Sie schauen, dass das Laptop nicht nur mit einem Benutzernamen verschlüsselt ist, sondern auch mit einem BIOS-Passwort, sprich, bevor der Rechner überhaupt starten kann, wird erstmal ein Passwort abgefragt. Dadurch ist nämlich die interne Festplatte verschlüsselt. Nichts wäre schöner, als wenn man den Laptop sonst aufmachen könnte. Egal um das Nutzerpasswort und den Benutzernamen, sondern einfach diese Festplatte rausnimmt, anschließt und da sich die ganzen Daten zieht. Das heißt, da muss man auch gucken, wie man das entsprechend sicherstellt. Und bei besonders sensiblen Daten, ja, da muss man natürlich auch besonders aufpassen. Das ist, denke ich, ganz klar. Also ganz kurz umrissen, was sind sensible Daten, auch mit Blick auf die Zeit. Das sind beispielsweise Gesundheitsdaten oder auch Mitarbeiterdaten, die Rückschluss auf eine religiöse Zugehörigkeit haben oder auch ja, politische Einstellungen, also einige Daten. Ich meine, auch wenn Daten zum Beispiel wie das, die Bankkontodaten jetzt nicht als per se von der DSGVO im Sinne des Artikel 9 als sensible Daten anerkannt werden, so muss man trotzdem sagen, dass da ein höheres Schutzniveau als bei einer einfachen E-Mail-Adresse zu gewährleisten ist. Und deswegen alle diese Sachen zahlen irgendwo ein auf den Datenschutz. Man muss gucken, dass das entsprechend angepasst ist. Aber ich denke, dass den allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ganz bewusst ist, hoffe ich doch im Rahmen von Mitarbeiterschulungen bewusst gemacht worden ist, dass Datenschutz ein ganz wichtiger Punkt für das Unternehmen ist, bei dem sie eingestellt sind und deswegen sich auch entsprechend mit den Sachen verhält. Was passiert, wenn man diese Sachen nicht einhält? Zu den Haftungsrisiken gibt es letztlich 4 Stück. Einmal Bußgelder, Schadensersatzansprüche Betroffener, strafrechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden. Kurz umrissen, bei den Bußgeldern haben wir ja schon gesagt, 20 Millionen oder bis zu 4% des Bruttojahresumsatzes. Da passiert auch gerade viel. Also zum einen natürlich das 1&1-Bußgeld, auf das ich gleich nochmal eingehen werde, was ja um 90% reduziert worden ist vor dem Landgericht Bonn. Oder was letzte Woche Spannendes passiert ist, ist das Bußgeld gegen die Deutsche Wohnen in Höhe von 14,5 Millionen, was von der 26. Kammer des Landgerichts Berlin für unwirksam befunden worden ist, also der Bußgeldbescheid. Da sind wir noch ganz gespannt und warten jetzt ab, was noch im Beschwerdeverfahren, ob das jetzt nochmal hoch eskaliert wird, rauskommt. Also man sieht, da sind schon Summen, die schon mal durchaus einem Unternehmen auch wehtun können. Aber insbesondere auch die Reputationsschäden. Ja, also vor allen Dingen auch bei H&M, wenn man bedenkt, dass da konsequent jahrelang Mitarbeiter auf eine Art und Weise überwacht worden sind, die sich in keinem vernünftigen Umfang verhält und auch wirklich sensibelste, persönlichste, intimste Details mit aufgestellt worden sind. Um es mal jetzt mal in meiner Sprache auszudrücken, da ist man so ein Unternehmen eben unten durch. Ja, und da sollte man eben darauf achten, dass es ein Zusammenspiel ist. Strafrechtliche Konsequenzen sind eher selten, also da müsste man wirklich gucken, dass man Daten irgendwie verkauft, ganze Datenbanken oder sowas, als Arzt vielleicht an eine Versicherung. Das ist eher selten der Fall. Was jetzt hochkommen wird, meiner Meinung nach, sind Schadensersatzansprüche von Betroffenen. Das Bundesverfassungsgericht hat, sage ich mal vorsichtig, letzten Monat diese Erheblichkeitsschwelle für ja, nicht vereinbar mit dem europäischen Recht befunden. Jedenfalls haben sehr viele Gerichte, wenn man sich die Rechtsprechung der vergangenen 2,5 Jahre anschaut, gesagt, naja, so eine Datenschutzverletzung ist eben kein erheblicher Persönlichkeitsverstoß in den meisten Fällen gewesen und hat es eben an einer Art Bagatellgrenze, Erheblichkeitsschwelle scheitern lassen. Auf Vorlage des Amtsgerichts Goslar wurde jetzt entschieden vom Bundesverfassungsgericht, das gibt es nicht. Ja, die DSGVO sieht das nicht vor. Es gibt keine Erheblichkeitsschwelle und beim nächsten Mal muss das Ganze dem EuGH vorgelegt werden.
Das heißt, für mich ist relativ klar, so wie ich die DSGVO lese, der Erwägungsgründe und sie auch verstehe, es gibt diese Erheblichkeitsschwelle nicht, das, was wir im deutschen Recht bei Persönlichkeitsverletzungen kennen, im Rahmen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. So etwas wird es meiner Meinung nach nicht geben. Das heißt, auch hier, wenn es eine große Datenpanne ist, wo Tausende von personenbezogenen Daten, Datensätzen abhandengekommen ist, kann das auch durchaus sehr teuer werden. Eben, ja, so wie eben diese Prozesse gerade geführt werden, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch bei großen Datenschutzverletzungen eben auch hier der Fall sein wird. Und nochmal einen kurzen Überblick zu den Bußgeldern zu geben. Das sind so das, was jetzt gerade so aktuell ist. Bei Berlin, wie ich schon sagte, müssen wir gucken, ob die Behörde da nochmal zum Kammergericht geht und gegen die Entscheidung des Landgerichts vorgeht. Aber das sind so in etwa die Rahmen, die bisher jetzt verhängt worden sind. 35 ist natürlich das höchste, was in Hamburg gegen H&M verhängt worden ist. Aber auch alle anderen Punkte sind jetzt nicht ganz so gering. Also wenn wir auch an die AOK-Geschichte in Baden-Württemberg mit 1,2 Millionen denken, Niedersachsen Notebooks billiger.de die Entscheidung. Also da ist ziemlich viel, was möglich ist und vor allen Dingen aber auch der Reputationsschaden. Das Unternehmen wird einfach permanent in sämtlichen Zeitungen stehen, in sämtlichen Medien. Und damit meine ich jetzt nicht nur Beck Online und sonstige Fachmedien, sondern auch wirklich der Kölner Express, die Bild-Zeitung, die Süddeutsche, die FAZ und. Und das sollte man natürlich insbesondere auch durch technisch-organisatorische Maßnahmen, die eben das A und O sind, vermeiden. Und an der Stelle vielleicht auch direkt übergeleitet zu Konstantin, auch zur persönlichen Haftung der Geschäftsleitung, die auch eintreten kann, wenn Datenschutzverstöße vorliegen. Gut, vielen Dank, Olga. Du hast eigentlich schon vorweggenommen, worauf es wirklich ankommt, worauf ich hinweisen möchte, nämlich, dass wir im Rahmen von Compliance-Management-Systemen Organisationsstrukturen im Unternehmen, die wir aufbauen, damit eben ein pflichtgemäßes Handeln gerade im Rahmen einer unternehmerischen Entscheidung sichergestellt wird und wir keine Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung haben, höchst individuell sind. Also ich kann nicht ein Compliance-Management-System sozusagen einmal aufbauen, stelle mir das in die Schublade und wenn ich es brauche, stülpe ich das jedem einzelnen Unternehmen über. Das funktioniert nicht, sondern es muss immer nach der Maßgabe und den Risiken, den individuellen Risiken des Unternehmens funktionieren. Also wenn ich im produzierenden Gewerbe, beispielsweise im 3D-Druckgewerbe, ein Unternehmen habe, da habe ich ganz andere Risiken, als ich das beispielsweise bei einem Automobilclub habe, ja, dann in der Vereinsebene beziehungsweise in der GmbH, die da meistens auch mit anhängt. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit mache ich einen Schnelldurchlauf. Diese schöne Grafik, das heißt bei uns nur das Rad des Todes. Das heißt so, weil es mal einen kleinen Überblick gibt, welche Punkte eigentlich alle angeguckt werden müssen. Und das sind nur die Punkte in erster Linie, die standardmäßigen Punkte. Grundsätzlich fangen wir immer an mit dem Management. Tone from the top, das ist, wird jeder schon mal gehört haben, diesen Spruch sozusagen. Also das heißt einfach, wenn das Management in die Geschäftsleitungsebene sowas nicht möchte und das als Wettbewerbsnachteil sieht beispielsweise und einfach keine Organisationsstrukturen im Unternehmen implementieren möchte, dann wird das nichts. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe ein Mandat gehabt, da war es so, dass die Geschäftsleitung sich extrem dagegen gewehrt hat. Die haben gesagt, ach, wir machen das seit 40 Jahren so, das ist immer gut gegangen. Das machen wir auch weiter so. Die zweite Führungsebene, nämlich die Prokuristen oder die zukünftigen Prokuristen, haben dann aber ganz, ganz extrem darauf gedrängt, dass man sowas macht. Und dann muss man eben darauf achten, dass man da nicht einfach ein Feigenblatt aufbaut und implementiert, das gar nicht in der Lage ist, irgendwie Verstöße aufzudecken und Verstößen nachzugehen, sondern was einfach nur irgendwie aus irgendwelchen Vorschriften besteht und Richtlinien besteht, die aber nicht in das Unternehmen sozusagen reingetragen werden. Im Übrigen möchte ich Ihnen anhand dieser Folie, ich mache das jetzt ein bisschen übergreifend, da kommen noch zwei Folien, wie wir eigentlich vorgehen, aber da kann man jetzt schon einiges vorwegnehmen aufgrund der Zeit.
Wir fangen grundsätzlich mit der Risikoanalyse an. Weil wir eben ein individuelles System haben oder ein individuelles System aufbauen müssen, müssen wir als erstes eine Risikoanalyse machen. Da kommen ganz oft Mandanten an und sagen, ja, ich habe das und das Unternehmen, sag mir mal, was kostet das denn? Das ist unseriös. Das kann ich nicht machen. Ja? Ich kann doch nicht hingehen und kann sagen, oh ja, ich weiß zwar nicht, was bei dir los ist und welche Risiken du hast und worauf ich achten muss, aber das kostet mal XY. Deswegen müssen wir uns das vorher sehr, sehr genau angucken. Auch wenn ich irgendwelche Ausschreibungsunterlagen habe oder an Ausschreibungen teilnehme und es einfach heißt, gib mal ein Angebot ab, mach mir mal ein Angebot, für wie viel du das machen kannst, da kann ich entweder nur ganz, ganz doll drüber liegen oder ganz, ganz doll drunter. Also, dass ich das wirklich treffe, das ist eigentlich ausgeschlossen und deswegen machen wir das nicht. Ja? Also wir gucken uns da genau an, welche Risiken haben wir, wo haben wir Baustellen. Und das kann man in verschiedenster Art und Weise machen. In der Vergangenheit ist es ganz oft mit Fragebögen gemacht worden. Da wird also ein Fragebogen verteilt, da steht drauf, kennt ihr unsere Compliance-Regelungen? Und was haltet ihr von den Compliance-Regelungen und haltet ihr euch auch dran und haltet ihr das für einen Wettbewerbsvorteil oder einen Wettbewerbsnachteil? Und dieser schöne Fragebogen wird dann verteilt vom Vorstand bis zum Gabelstaplerfahrer, ohne das despektierlich zu meinen. Und dann macht man aus dem Unternehmen einen Hühnerhaufen, muss man ganz klar so sagen. Da liegt die Arbeit erstmal für 2 Tage da nieder, die operative Arbeit. Und das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen gehen wir so vor, dass wir grundsätzlich mit den ersten 2 bzw. 3 Führungsebenen Gespräche führen. Daraus ergibt sich eine Red Flag Liste mit Risiken und mit Problemen, die man angehen muss, als erstes angehen muss. Und dann priorisiert man das. Beispiel aus der Praxis, wir kommen in ein Unternehmen und stellen fest, da wird nicht entsprechend der gesellschaftsrechtlichen oder gesellschaftsvertraglichen Regelungen unterschrieben. Da sollten also 2 Geschäftsleiter gemeinsam oder ein Geschäftsleiter mit einem Prokuristen unterschreiben. Ich habe dann gefragt, wo ist der Prokurist? Dann hieß es nur, den haben wir nicht. Okay, wie unterschreibt ihr jetzt dann so Verträge, Auftragsvolumen 1 Million Euro? Oh ja, das macht einer aus der Abteilung und ein Geschäftsleiter. Okay, wie unterschreibt ihr Kündigungen? Ja, einer aus der HR-Abteilung und ein Geschäftsführer. Okay, gefundenes Fressen für jeden Anwalt. Und dann habe ich gefragt, wie sieht es denn aus? Habt ihr da schon mal Probleme gehabt? Ja, wir müssen da immer bezahlen, aber ja gut. Okay, dieses Risiko kann man natürlich nehmen, ist aber mal richtig gefährlich, weil es eben, wenn man den falschen Gesellschafter hat, irgendwann durchschlagen wird. Ja, und da hat man dann also ein Risiko, ein ganz veritables Risiko, eine Baustelle, wo man sofort rein muss. Da muss man nicht als erstes mal eine Prokurenebene einziehen in den Unternehmen. Ganz wesentlicher Punkt, ich mache jetzt schnell, ganz wesentlicher Punkt, Richtlinien. Wir teilen das immer in 2 Teile auf. Einmal den Code of Conduct, einmal ein Mitarbeiterhandbuch. Sinn der Sache ist nämlich, nach meiner Maßgabe, dass man die Mitarbeiter an der Hand nimmt. Die Mitarbeiter müssen sich gut aufgehoben fühlen, die müssen wissen, was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun, was darf ich unterschreiben, was habe ich für Wertgrenzen, dafür ziehen wir dann personalisierte Handlungsvollmachten, Matrizes ein und so weiter. Geschenkerichtlinie, das heißt, darf ich mich einladen lassen zum Fußball oder darf ich das nicht? Dann wiederum ein steuerlicher Aspekt, ist das ein geldwerter Vorteil oder nicht? Ist das vorher pauschal versteuert worden oder muss ich das selber machen? Alle diese Punkte, das soll eine Hilfestellung sein. Compliance ist keine Gängelung der Mitarbeiter oder kein Entzug von irgendwelchen Kompetenzen, sondern es ist eine Hilfestellung. Gut, Policies and Compliance, völlig klar, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Rechtsabteilung steht deswegen da, weil es ganz wichtig ist, die entsprechende Struktur mit den Menschen auszustatten, die auch so ein bisschen ein Rechtsverständnis davon haben. Also ganz wesentlicher Punkt, und das ist auch von der Rechtsprechung ganz klar angemahnt und wird immer wieder geahndet, wenn es dann hinterher zum Fall der Fälle kommt, dass man schlicht und ergreifend genug Ressourcen dafür aufwenden muss und natürlich die Menschen da einsetzt, die auch was davon verstehen. Ganz wesentlicher Punkt, und Olga, das hast du eben schon angesprochen, Schulungen. Damit ich kein Feigenblatt aufbaue, muss ich meine Mitarbeiter schulen. Wenn ich vor dem Gericht stehe und der Richter sagt meinem Mandanten, ja, habt ihr ja wunderbare Richtlinien und das habt ihr auch ganz toll gemacht, das sieht auch ganz wunderschön aus, ein Hochglanz, aber hast du denn deinen Mitarbeitern erzählt, wie sie sich verhalten sollen? Hatten die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen?
wenn man dann sagen muss, nee, das haben wir nicht gemacht, dann wird der Richter sagen, tja, dann kann ich leider jetzt auch nichts machen, das hättest du nicht tun müssen. Und das ist wiederum eine Pflichtverletzung, und weil es eine unternehmerische Entscheidung ist, wie stark mache ich das und wie stark nicht. Jetzt werden einige kommen und sagen, ja, E-Learning haben wir ja alles implementiert, E-Learning ist gut. E-Learning ist aber nicht ausreichend, weil sie immer wieder neue Mitarbeiter im Unternehmen haben, und denen einfach den aufgewärmten Sumpf da vorzusetzen, das reicht einfach nicht aus. Der Punkt ist, die Leute müssen ihre Fragen stellen können, damit man sie abschließend beantworten kann. Und da ist ein E-Learning hilfreich, aber nicht keineswegs ausreichend. Man muss in regelmäßigen Abständen auch Präsenzveranstaltungen einfach machen und die Gelegenheit geben, da nachzufragen. Prüfungs- und Genehmigungsverfahren, das geht jetzt schon so ein bisschen in Richtung M&A-Compliance. Beispielsweise, wenn ich wieder zu dem Beispiel zurückkomme, ich will also da nebenan das Unternehmen kaufen, dann stehen da so wunderschöne schöne Fabrikhallen oben auf dem Gelände. Und die stehen da seit 1970, und seit 1970 gehören sie auch dem gleichen Menschen. Dann habe ich auch die Brandschutzvorschriften von 1970 da drin verwirklicht, ab und zu mal ein bisschen aufgeplustert, weil die Feuerwehr da war und einen Kontrollgang gemacht hat. Aber in dem Moment, und das muss man wissen, in dem Moment, wo dieses Ding verkauft wird und wo ein Eigentümerwechsel vorhanden ist, habe ich plötzlich die Brandschutzvorschriften aus dem Jahr 2021 zu beachten. Und das kann bedeuten, dass ich den ganzen Kram abreißen muss. Also, das muss man sich genau angucken. Und wenn man da kein System hat, sozusagen, dass man da genau hinguckt, dann wird das unter Umständen ziemlich schwierig. Meldesysteme ist deswegen interessant, weil wir zum Ende des Jahres, oder gibt es einen Gesetzesentwurf im Augenblick vor, aufgrund einer EU-Direktive, die jetzt in nationales Recht umgesetzt werden muss, die Maßgabe bekommen werden, dass, oder die Pflicht bekommen werden, dass Hinweisgebersysteme in sämtlichen Unternehmen eingeleitet werden, also implementiert werden und vorgehalten werden. Was ist ein Meldesystem? Ich meine, da kann ich einen Briefkasten irgendwo in den Flur hängen, dass da jeder sein Zettelchen reinwerfen kann. Das ist aber in größeren Unternehmen schlicht und ergreifend einfach nicht praxisgerecht, sondern da macht man am besten gleich ein anonymes Hinweisgebersystem und eine Whistleblower-Hotline. Das hat nichts mit Petzen zu tun, da muss ganz klar sein, was darf denn da gemeldet werden. Also, dass Frau XY aus dem Sekretariat unschönes Parfum trägt oder so, wird da nicht gemeldet, aber das muss man den Mitarbeitern ganz klar machen. In der Außenwirkung, wenn von außen jemand kommt und etwas melden möchte, ist das natürlich auch Anlaufstelle für Missstände, die vielleicht nach außen hingedrungen sind. Da habe ich wenig Einfluss drauf, was dann da gemeldet wird. Gut, Finanzkontrollen, Due Diligence, hatten wir jetzt schon so im Wesentlichen im Groben drüber gesprochen. Noch ganz wichtig, Vertrieb und Marketing, gerade für Bestechung und Korruption, gerade in sensiblen Jurisdiktionen, manchmal etwas anfällig. Wir haben das also auch schon erlebt, dass wir Unternehmensdurchsuchungen machen mussten und 200.000 Euro in bar gefunden haben. Ich habe auch den schönen Fall erlebt, dass die Vorstandssekretärin, die dafür zuständig war, Baugewerbe dafür zuständig war, dann am Ende des Tages irgendwelche Aufträge zu vergeben, da hat sich der Geschäftsführer nicht so richtig drum gekümmert oder der Vorstand, dann plötzlich ein nagelneues Auto vor das Bürogebäude stellte und ganz stolz erzählte, das habe also der Bauunternehmer XY ihr geschenkt. Gut, durfte sie wieder abgeben. Solche Punkte, da muss man schlicht und ergreifend drauf achten, und da muss man auch wieder bei Vertrieb und Marketing bezüglich Handlungsvollmachten und Wertgrenzen ganz klar abgrenzen und ganz klare Regeln geben. Der Punkt ist, wenn Sie sich vorstellen, wir machen das personalisiert und ganz höchst individuell, wenn Sie sich also vorstellen, Sie haben jemanden im Vertrieb sitzen oder einfacher im Einkauf, der sitzt im Einkauf, dann darf er in seinem Bereich beispielsweise für 20.000 Euro Geschäfte abschließen, aber er kauft halt einmal in der Woche irgendein Produkt für 1 Million Euro, dann kann ich hingehen und kann in dieser Handlungsvollmachtenmatrix das Ganze nur für dieses Geschäft auf 1 Million Euro als Wertgrenze festlegen. Und dann wissen die Mitarbeiter auch wirklich, was sie dürfen. Und es wird nicht mit irgendwelchen Hierarchieebenen, die dann irgendwie verklausuliert mit bestimmten Buchstaben funktionieren, gemacht. Da weiß dann keiner, wo er eigentlich hingehört. Und insofern ist das eigentlich die beste Vorgehensweise aus der Praxiserfahrung.
Insgesamt geht es darum, einfach eine Prozessverbesserung im Unternehmen hinzukriegen. Ja, wenn ich den Geschäftsführer da habe und der sagt, ja, die Verträge, die unterschreibe ich irgendwie freitags, bevor ich Golf spielen gehe, da habe ich so einen riesen Mappenstapel auf dem Tisch, mir erklärt keiner, nee, was ich da eigentlich unterschreibe, dann ist das schlecht, sondern ich muss einfach dafür sorgen, dass der gute Mann auch weiterhin gerne Golf spielen kann, aber seinen Pflichten nachkommt. Und das schaffe ich eben mit so einem System in ganz individueller Art und Weise. Jetzt werden einige ankommen und werden sagen, ach, ganz individuell, das heißt, das wird richtig teuer. Haben wir oft vom Mandanten gehört, ja, ihr mit eurem Compliance, ihr macht das immer individuell und dann fangt ihr mit das von vorne an und dann bezahlen wir das und der nächste bezahlt dann eigentlich das gleiche wieder. Habt ihr nicht mal irgendwelche Standards, die ihr uns da geben könnt und auf denen ihr aufbauen könnt? Wir haben, ich muss da sagen, nein, es ist individuell eben, aber man kann natürlich bestimmte Dinge, für bestimmte Dinge einen bestimmten Standard schaffen und damit auch kostengünstiger gestalten für die Mandanten. Wir haben ein sogenanntes Baukastensystem, wo wir eigentlich zu jedem einzelnen Thema eine, ich will es nicht Vorlage nennen, aber mal eine Basis haben einfach, auf der man dann individualisiert und aufbaut. Das geht einerseits schneller. Und es spart auch Kosten. Ja, also mit dem Code of Conduct beispielsweise oder dem Compliance-Handbuch für die Mitarbeiter, das sind immer wieder die gleichen Themen. Da habe ich meine Standards und meine Basis und die wird auf das Unternehmen eben abgestellt. Und ich gehe nicht hin und mache das wieder ganz anders. Jetzt hat jedes Unternehmen seine eigenen Werte und möchte sich besonders individuell darstellen. Das kann man aber alles damit machen. Ja. Gut, ich habe... Das eigentlich alles, was jetzt hier ist, diese fünf Phasen, das habe ich jetzt so in der Ansprache gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Wir gehen eben hin und müssen uns mal überlegen, was wollen wir überhaupt? Klar, wir wollen compliant sein mit dem Unternehmen. Welches Ziel ist das? Wir wollen eine Compliance-Organisation im Unternehmen haben. Wir wollen Rollen festlegen, Verantwortlichkeiten festlegen und die Berichtswege festlegen. Wir wollen festlegen, wer was darf. Welches Ziel haben wir? Wir wollen ein bestimmtes Compliance-Programm haben, also über die Organisation haben wir schon gesprochen, das kann man mit einem autonomen System machen oder mit einer Matrix-Organisation, das heißt, entweder hängt es direkt in der Geschäftsleitung oder es hängt unter der Geschäftsleitung und dann wird berichtet. Beim Compliance-Programm wiederum ist die Frage, worauf lege ich denn meinen Fokus? Und da kommen die Risiken dann wieder ins Spiel. Das muss ich mir individuell angucken, welche Risiken hat das Unternehmen. Es gibt verschiedene Maßnahmen, da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Ganz wesentlich ist die Compliance-Kommunikation. Das System muss aus meiner Sicht so leise wie möglich eingeführt werden, ohne dass das operative Geschäft davon beeinflusst wird oder so wenig wie möglich beeinflusst wird. Und es muss hinterher im Unternehmen ganz, ganz klar kommuniziert werden, was passiert, wenn ihr euch nicht dran haltet, was kann uns passieren, wenn wir uns nicht dran halten, denn wir haben jetzt ja nur über die Haftungsgeschichten für die Geschäftsleiter gesprochen. Wir haben ja noch gar nicht über die Bußgelder für die Unternehmen gesprochen. Das würde auch heute ein bisschen zu weit gehen. Also Olga, du hast das ein bisschen im Rahmen der DSGVO angesprochen, aber das kommt ja noch oben drauf. Und gerade wenn wir uns angucken, dass wir ein Verbandssanktionengesetz in der Welt haben, also Entwurf im Augenblick, das auf heftigen Widerstand gestoßen ist, aber im Rahmen von Corona einfach durchgewunken werden sollte, was dann aber nicht passiert ist, dann kommen wir dazu, dass es eine Verpflichtung geben wird, dass man solche Compliance-Management-Systeme im Unternehmen vorhält. Und das wird zu einer Doppelbestrafung sozusagen unter Umständen führen, jedenfalls so, wie es im Augenblick in dem Entwurf aussieht. Da haben wir nämlich die persönliche Haftung und wir haben noch eine Bestrafung des Unternehmens obendrauf mit einer Gewinnabschöpfung. Also das würde richtig teuer werden und richtig nachhaltig wehtun, sagen wir das mal so. Wir haben es alle erlebt im Rahmen der DSGVO, als die dann eingeführt wurde und die Maßgaben eingeführt wurden, da war in den Rechtsanwaltskanzleien die Hölle los, weil nämlich alle plötzlich auf die Idee kamen, oh, das muss ich ja jetzt auch machen, das wird sonst richtig teuer. Gleiches gilt fürs Transparenzregister, gleiches gilt für Meldepflichten nach DAG 6. Das sollte man vermeiden, denn hier wird es so sein, dass es irgendeine Änderung geben wird, stärkere Verpflichtungen geben wird, Compliance-Management-Strukturen vorzuhalten. Und damit
aus meiner Maßgabe, also aus meiner Vorstellung her sollte man damit eigentlich in Ruhe und lieber früher anfangen als hinterher. Gibt zwar eine Übergangszeit, aber als da hinterher dann hektisch zu agieren. Am Ende kommunizieren, ganz wesentlicher Punkt, hatte ich eben schon gesagt. Der Punkt ist, es ist eine Reputationsgeschichte. Wenn Sie mit einem großen Automobilhersteller in Deutschland arbeiten wollen, als kleiner Zulieferer beispielsweise, dann müssen Sie schlicht und ergreifend diese Compliance-Themen auf der Agenda haben. Dann müssen Sie sich entsprechend darstellen, nach außen hin, aber auch nach innen hin, gegenüber Ihrem Geschäftspartner. Und insofern ist das eine Reputationsgeschichte. Und wenn Sie hinterher in der Presse lesen, dass Sie sich nicht compliant verhalten haben, dann, wie Olga es gesagt hat, ist das Unternehmen unter Umständen unten durch. Gut, das war ein absoluter Schnelldurchlauf durch die ganze Geschichte. Wir könnten da wirklich mal ein Tagesseminar draus machen. Florian, ich übergebe an dich. Jawohl, Dankeschön Konstantin, Dankeschön Olga. Wir haben einige Fragen, um die wir uns jetzt gern noch kümmern würden. Ja, kannst du ruhig auch offen lassen, so lang. Wir haben einige Fragen und da fangen wir doch einfach direkt an, damit wir noch in der Zeit, wir hängen noch ein paar Minuten ran, noch ein paar Fragen beantworten können. Konstantin, an dich, ja, kannst du vielleicht noch ein paar Sätze zum Thema Haftungsprivilegierung bei Einrichtung oder Nicht-Einrichtung eines CMS sagen? Gibt es da vielleicht was, aktuelle Rechtsprechung, irgendwas gerade? Ja, da gibt es eine ganze Menge Rechtsprechung zu. Sobald ein Unternehmen anfängt, sich mit Compliance-Management-Strukturen zu beschäftigen und damit beschäftigt, so etwas aufzubauen, so etwas zu implementieren, gibt es eine Haftungsprivilegierung oder wird eine Haftungsprivilegierung in der Praxis regelmäßig angewendet, um es so zu sagen. Niemand erwartet, dass das innerhalb von, ja, von 3 Monaten aufgebaut ist. Das funktioniert auch nicht. Es ist ein lebendes Produkt. Es geht ja immer weiter. Man muss ja immer weiter gucken, passt es noch auf meine Risiken und so weiter. Aber wenn das Gericht sieht, ja, die haben sowas und die haben sich alle Mühe gegeben und die versuchen wirklich compliant zu sein, dann kommt es zu einer Haftungsprivilegierung. In den meisten Fällen jedenfalls. Das ist natürlich schwierig, so pauschal zu sagen, aber es muss vollkommen klar sein, dass es passende Maßgaben sein müssen. Ja, also ich kann nicht einfach nur sagen, ja, ich habe ja jetzt hier eine Richtlinie, meine Mitarbeiter habe ich nicht geschult. Ich dachte, das reicht eigentlich, denn das reicht nicht. Aber grundsätzlich, ja. Dankeschön. Dann die nächste Frage direkt an dich. Ich lese einfach mal vor. Wie gehen Sie denn mit dem IDW PS 980 sowie den neuen ISO-Standards um? Hier ist ja schon eine Standardisierung erfolgt. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also der IDW 980, das ist ja im Prinzip die Zertifizierungsvorschrift für die Wirtschaftsprüfer. Das heißt, irgendjemand baut also so ein System aus und es wird auf und es wird dann nach 980 zertifiziert. In der Praxis ist es so, dass diese Regelungen, die da drin sind, nicht immer besonders praxistauglich sind und auch nicht besonders abschließend sind, weil sie eben sehr, sehr standardisiert sind. Aber natürlich haben wir, wenn wir das machen, haben wir genau diese Regelungen auf dem Schirm und haben sie bei uns mit drin in dem Ansatz, den wir jetzt haben. Dann eine Frage, jawohl, die wurde auch hier an alle geschickt. Kannst du vielleicht kurz was sagen? Gibt es Unterschiede bei der gesamtschuldnerischen Haftung zwischen ehrenamtlichen Vorstand, hauptamtlichen Vorstand? Ja. Mit dem Hinweis auch von mir, dass wir dazu zum Thema Ehrenamt und Non-Profit auch bald ein eigenes Webinar haben, wo die Kollegin gleich mal noch den Link postet. Genau, da haben wir ein eigenes Webinar zu. Aber es ist in der Tat so, dass für ehrenamtliche Vorstände sanftere Haftungsmaßgaben gelten als für ja, nicht ehrenamtliche beziehungsweise vergütete Vereinsvorstände und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte ein Mandat, das war ein Automobilclub. Nein, es war nicht der größte gelbe Automobilclub, den alle kennen. Da war es so, dass es also sowohl hauptberufliche Vorstandsmitglieder eben als auch ehrenamtliche Vorstandsmitglieder gab. Dann gab es das Präsidium natürlich noch oben drauf. Da war es tatsächlich so, dass wir dann hinterher das abgestuft wurde,
Aber grundsätzlich gilt, auch wenn ich ehrenamtlich tätig bin, habe ich natürlich meine Pflichten so gut wie möglich zu erfüllen. Hinterher einfach der Durchschlag ist nicht so heftig und die Maßstäbe, die an das Handeln, das unternehmerische Handeln gestellt werden, sind nicht so heftig, als wenn das also eine voll vergütete Tätigkeit ist. Ja, Dankeschön. Olga, vielleicht in deine Richtung, so ein Datenschutzkonzept und so ein Compliance-Management-System, kontrolliert das jemand von außen, ob es das schon gibt im Unternehmen oder wird das dann immer erst sozusagen geprüft, wenn ein Schaden da ist? Ja, so eine richtige Prüfung gibt es ja nicht. Also man muss sich ja vorstellen, wann kommt es zu Problemen überhaupt? Ja, wann werden diese Probleme erstmal relevant? Ganz oft ist das Einfallstor, dass irgendwie eine Datenschutzverletzung vorliegt und es entweder medienwirksam wird, dass irgendwo großflächig Daten abhanden gekommen sind, oder beispielsweise ein Betroffener beschwert sich bei der Aufsichtsbehörde. Das sind so die gängigsten Sachen, wann es überhaupt erstmal anfängt. Es gibt noch einen dritten Punkt, das ist eher selten, dass eine Aufsichtsbehörde komplett anlasslos einen Fragebogen rumschickt, also für sehr großes Aufsehen. Auch bei uns unter den Datenschützern hat es dafür gesorgt, dass die Aufsichtsbehörde aus Hamburg wegen Office 365 einfach mal anfing, Unternehmen anzuschreiben mit Fragebögen. Ja, das ist eher dann so eine, ja, anlasslose Geschichte. Das ist aber wirklich sehr selten. Sowas gab es auch mal in Niedersachsen bei den Verlagen, als das Cookie-Urteil, also Planes 49-Urteil gesprochen worden ist, dass dann angeschrieben worden ist, welche Cookies setzen Sie und wie ist das quasi in Ihr Gesamtkonzept bei Online-Eingebunden, also sowas wie Spiegel und Focus und Bild-Zeitung eingebunden. Das ist aber, wie gesagt, eher selten. Oftmals ist es so, es beschwert sich ein Betroffener, weil er mit irgendwie sie seinen betroffenen Rechten nicht ordentlich nachgekommen sind oder er gar keine Auskunft zum Beispiel bekommen hat. Und dann fängt die Aufsichtsbehörde eben an, von Amts wegen, ja, es ist eine vollkommen unabhängige Behörde, zu graben. Je nachdem, wie der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin drauf ist, kann es sein, schildern Sie mir den Sachverhalt aus Ihrer Sicht. Es kann aber auch sein, ich möchte Dokument A, B, C und D sehen. Das kommt eben auf die Aufsichtsbehörde an, manchmal tatsächlich. Ja, da gibt es halt ein bisschen radikalere Aufsichtsbehörden bei uns im Bundesgebiet. Es gibt welche, die sehen das eher entspannter und kommt natürlich auf den Sachbearbeiter an. Ja. Also es ist wie in der Lotterie manchmal. Und da, wenn man natürlich nicht ordentlich aufgestellt ist, kriegt man natürlich Probleme. Das ist ganz klar. Man kann natürlich in einem Hauruck-Verfahren gucken, dass man innerhalb der Antwortfrist irgendwie Sachen aufstellt und versucht, irgendwelche Richtlinien nachzubereiten und, und. Der Punkt ist nur, dieses Kartenhaus fällt bei expliziteren Nachfragen. Und es gibt auch Befugnisse der Aufsichtsbehörde, auch mal vorbeizukommen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, aber wenn es brennt, dann so richtig. Und wenn die Aufsichtsbehörde sie erstmal auf dem Kieker hat, um es mal ganz klar auszudrücken, dann wird auch jede weitere Eingabe entsprechend behandelt. Dann sind sie schon mal so ein bisschen im Fadenkreuz. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall vorab ordentlich aufstellen, wenn nämlich so eine Anfrage kommt, dass man diese entspannt beantworten kann. Ich kann aus der Praxis sagen, wir haben es bisher geschafft, bei jedem Mandanten, wo es mal Probleme gab mit der Aufsichtsbehörde und das passiert und weil es einfach so ist, wie es ist, ja, sind nicht alle Menschen immer zufrieden. Manchmal nimmt sich auch jemand mal den Datenschutz ja, als Hebel, um seine Aggression in Corona-Zeiten loszuwerden, ja. Dann kann man, wenn man ein funktionierendes, ja, nicht nur eben in Papier aufgestelltes, sondern funktionierendes Datenschutzsystem hat, kann man ganz klar diese Anfrage entsprechend beantworten und sagen, wenn es dann mal ein Problem gab, eine fehlgeleitete E-Mail, was auch immer, es war ein reines Individualverschulden, Mitarbeiter X wurde zuletzt dann und dann geschult mit den und den Inhalten, das ist fest verankert bei uns im Konzept. Und sobald man diese Schiene des Individualverschuldens betreten hat, habe ich es noch nie erlebt, dass ein Verfahren nicht eingestellt worden ist, ohne Sanktion. Super, Kann ich vielen ganz Dank. klar sagen. Dann haben wir noch ein paar kleinere Fragen oder ein paar weitere Fragen. Konstantin, ja, wenn es gibt ja viele Unternehmen, die haben schon Regeln. Es gibt schon hier und da einfach implementierte Regeln. Ab wann spricht man denn von einem Compliance-System? Gibt es da jetzt ein bestimmtes Format, was die Unternehmen einhalten müssen? Kannst du dazu Also was sagen? grundsätzlich ist es ja mal so, dass jedes Unternehmen irgendwelche Regeln hat, ja. Und wenn es nur der Geschäftsführer ist, der sich die Zahlen anguckt und schaut, was für Zahlungsströme da sind, dann ist das ja prinzipiell auch schon eine Kontrolle. Ja, klar. Der Punkt ist,
Es ist immer die Frage, ob das, was man hat, auch tatsächlich ausreichend ist. Und dann kommen wir nochmal quasi jetzt mit dieser Frage auch nochmal zurück zu dem, was vorher war. Wer kontrolliert das? Ja, das ist die Aufgabe des Geschäftsführers, das zu kontrollieren. Und dafür muss er sich im Zweifel externer Hilfe bedienen. Wir machen das so, dass wir grundsätzlich um Vorhandenes außenrum bauen. Ja, also wir gehen da nicht hin und sagen, ach, das muss jetzt alles weg, wir müssen das alles neu machen, sondern man muss sich eben angucken, was gibt es schon? Ist es ausreichend? Es kann ja auch sein, dass man in ein Unternehmen kommt und feststellt, oh, die haben ja schon richtig viel. Da ist gar nicht mehr so viel zu machen. Dann macht man die Risikoanalyse und dann guckt man, ob das passt. Ja, also insofern, das ist ein ganz, ganz weites und weiches Feld vor allen Dingen. Aber jedes Unternehmen hat im Prinzip irgendwelche Strukturen immer schon. Ja, also ob man das Compliance-Struktur nennt oder institutionalisierte Compliance-Struktur nennt oder ob das einfach nur so in einem weiten Umfeld rumwabert, das ist dann immer die Frage. Richtig macht man es einfach und vom Compliance-Management-System, perfektem Compliance-Management-System spricht man eben, wenn es nicht in der Gegend rumwabert, sondern in wirklich Organisationsstrukturen sind, die ineinander greifen. Also wenn ich mir überlege, dass ich ein steuerliches Compliance-Management-System ja auch brauche, das wird immer heftiger, die Restriktionen, die da sind, da muss ich mir überlegen, wie gehe ich denn da vor? Lege ich das auf meine normalen Regeln obendrauf? Baue ich die normalen Regeln außenrum? Baue ich das Steuersystem außenrum? Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten und es geht immer danach, wie ist es am besten fürs Unternehmen. Wir haben sowas beispielsweise gemacht bei einem großen Sportverein, Sportverein und GmbH für Profisport dann. Da war es so, die kamen einfach nur zu uns und haben gesagt, wir brauchen ein steuerliches Compliance-Management-System. Dann haben wir geguckt und haben festgestellt, da gibt es nichts. Da gibt es keine normalen Regeln, da gibt es keine Regeln, die jetzt über die ja, bei der Steuer nicht und im normalen Unternehmen auch nicht. Es waberte alles so rum. Es gab einzelne Kontrollmechanismen natürlich, aber das haben wir dann zusammen in eine Organisationsstruktur gebracht. Und so läuft es in der Praxis normalerweise. Super, danke dir. So, und dann haben wir die letzte Frage für uns heute im Webinar, die geht so ein bisschen in die Praxis in Richtung Business Judgment Rule. Hier ist eine Frage, ja, im Unternehmen jetzt hier ganz konkret werden Gehaltsabrechnungen ausgestellt und da zum Beispiel wird auf das Vier-Augen-Prinzip verzichtet, sondern es wird nur die Gesamtsumme nochmal kontrolliert. Da ist jetzt ganz konkret die Frage, ist das im Sinne des Business Judgment Rule vertretbar oder musste man das anders regeln da als Unternehmer? Naja, das ist ja schwierig, einfach so pauschal zu beantworten. Das muss man sich natürlich dann schon im Einzelnen angucken. Also wir könnten jetzt natürlich hingehen, so ein bisschen darauf richtet sich die Frage bei Lego Technik. Da wird auch nur, werden die Packungen gepackt und dann wird gewogen, ob auch alles dabei ist. Und wenn das genau aufs Gramm stimmt, dann sind da auch alle Lego-Steine drin. Es spricht ein großes Indiz dafür, wenn die Gesamtsumme stimmt, dass dann auch die einzelnen Positionen stimmen. Aber ich müsste jetzt mal wissen, über wie viele Personen in dem Unternehmen reden wir. Ja, also ist ein Unterschied, ob ich 10.000 Mitarbeiter oder 50 Mitarbeiter habe. Denn da kann es dann ja schon, je mehr es ist, zu Verschiebungen kommen. Wenn ich genau auf den Betrag komme am Ende, auf den Cent genau, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Und das könnte man auch als pflichtgemäßes Handeln sicherlich in irgendeiner Form verargumentieren, aber da jetzt einfach so ein Pauschal, so ein Platzett abzugeben und zu sagen, ja, das passt Schwierig, schon, ja. ist schwierig, ne? Aber ja, Super, das ich hoffe. Indiz spricht dafür, dass man daraus was machen kann. Sagen wir Also es die so. Größe des Unternehmens dann und schon sehr wichtig. Vielen Dank für die Frage und ich hoffe, das haben wir soweit dann ein bisschen beantworten können. An der Stelle würde ich sagen, sind wir durch heute mit unserem Compliance-Webinar. Wenn Sie jetzt im Nachgang doch noch, ploppt heute nochmal eine Frage auf heute Nachmittag zum Thema Compliance oder CMS und wie das bei Ihnen läuft, geben Sie uns gerne eine E-Mail. Konstantin, vielleicht kannst du die letzte Folie nochmal kurz machen. Da sind nochmal die E-Mail-Adressen drauf von euch beiden oder notfalls info@winheller.com. Genau, da haben wir es. Sie können gerne uns eine E-Mail schicken und wir beantworten Ihre Frage im Nachgang des Webinars auch noch dazu. Im Nachgang kriegen Sie das PDF des Vortrags, was wir heute hier gesehen haben, per E-Mail. Und ansonsten würden wir Sie gerne informieren, wenn wir unser nächstes Compliance-Webinar haben. Würden wir es auf unserer Homepage ankündigen. Gegebenenfalls würden wir auch Sie über E-Mail nochmal informieren.
Ich wünsche nochmal einen schönen Tag heute. Dankeschön für die Teilnahme und wir sagen viele Grüße aus Frankfurt. Bis zum nächsten Vielen Mal. Dank. Vielen Dank, alles Gute Ihnen.